Ja, grüß Gott. Ich glaube, ich kann einmal beginnen und ohnehin mit einer kurzen Vorstellung. Eine kleine Gruppe hat sich zusammengefunden, aber ich hoffe, dass ich da ein paar Interessenten finde und dass sich das Ganze dann ein bisschen multipliziert, auch wie man das Ganze weitergibt. Mein Name ist Gerhard Ecker. Ich bin unterrichte am Gymnasium in Stockerau und bin teilweise an der PH Niederösterreich mitverwendet. Und dort wurde das GeoGebra-Institut Niederösterreich gegründet, zusammen mit der jetzigen Vizerektorin Evelyn Süß-Stepancic. Und wir haben auch das, was ich hier vorstelle, einmal das erste dieser GeoGebra-Books entwickelt. Und ich habe dann halt weitergemacht und sehr viel Material, das ich hatte, einfach ausgearbeitet. Und das werde ich dann noch einmal sagen, das Ganze ist natürlich ein Work in Progress. Das heißt, es gibt für die erste und zweite Klasse jetzt ziemlich viel Materialien schon. Da habe ich mich bemüht, weil ich wusste, dass da heuer die digitalen Endgeräte kommen. Dritte Klasse wird es immer mehr, weil ich jetzt gerade eine dritte unterrichte und da sukzessive Dinge reinstelle. Vierte Klasse gibt es ein bisschen was, aber noch nicht sehr viel. Hat auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Worum geht's? GeoGebra kennen alle und es sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Das Programm GeoGebra einerseits und andererseits die Materialien, die mit Hilfe von GeoGebra erstellt wurden. Und da gibt es ja eine sehr große Sammlung schon, auf die man über www.geogebra.org zugreifen kann. Die Materialien, die ich dann erstellt habe, habe ich meine eigenen Vorstellungen versucht zu verwirklichen und dann die bisherigen Materialien über eine Seite auf der PH Niederösterreich zusammengestellt. Die Adresse kommt dann in den Chat. Ja, es gibt einerseits die GeoGebra-Books im Internet, andererseits gibt es Arbeitsblätter. Jetzt einmal erkläre ich die Idee dahinter und dann werde ich es an ein, zwei Beispielen konkret herzeigen. Warum das beides? Ich persönlich glaube nicht daran, dass man papierfreie Mathematik betreiben kann. Auch wenn man etwas am Computer macht, wenn man sehr viel am Computer macht, irgendetwas muss herauskommen. Und ich glaube auch, dass das händische Rechnen auf einem Blatt Papier, das händische Zeichnen extrem wichtig ist, um Dinge zu verstehen. Deshalb diese Dualität, GeoGebra-Book und Arbeitsblätter, was nicht heißt, dass man immer beides im Unterricht auch wirklich einsetzen muss. Es ist von mir ein Angebot und jeder muss selbst entscheiden, was für welches Thema, für welche Situation da verwendet wird. Ja, in den GeoGebra-Books. Es gibt schon sehr viele Materialien, oft mit tollen Animationen und dann passiert nichts damit. Ich habe versucht, immer auch konkrete Arbeitsaufträge dazu zu schreiben, dass jeder, der das weiß, gleich, dass die Schüler auch selbstständig damit umgehen können und sich entlang dessen da voranarbeiten können. Natürlich kann es auch der Lehrer verwenden als Tafelbild oder sonstiges. Da gibt es viele, viele Einsatzmöglichkeiten. Neben den Arbeitsaufträgen gibt es auch interaktive Übungen, teilweise in GeoGebra erstellt, teilweise Links zu meistens Learning-Apps. Jo, einiges dazu immer. Möglich ist es auch, Erklärungen einzubetten. Das kommt häufig vor. Präsentationen und Videos in den bisherigen Materialien noch eher spärlich, wird vielleicht noch, also Präsentationen eher, der Videoersteller bin ich nicht unbedingt, aber kann noch werden.
Und was mir dann wichtig ist, es geht eben nicht nur um diese fertigen GeoGebra-Materialien, sondern die Schüler sollen auch angeleitet werden, das Programm selbst einzusetzen. Bei Aufgabenstellungen, die ganz woanders herkommen, ich starte das Programm und arbeite damit. Und als Verbindung zu dem Ganzen, in diese GeoGebra-Books habe ich in Fenstern das Programm oft eingebaut zum Rechnen des CAS oder zum Konstruieren ein Geometriefenster. Das ist die Grundidee bei den Books. Bei den Arbeitsblättern habe ich versucht, dass es nicht nur Übungen sind, sondern dass ganz kurz auch die Erklärung dabei steht. Erklärboxen habe ich da entwickelt. Das heißt, wer ein Arbeitsblatt ausgefüllt hat, hat auch ein Merkblatt für später, um sich das vor der Schularbeit noch einmal anzusehen. Und ich finde es auch wichtig, es bleibt etwas im Heft, in der Mappe. Auch die Eltern sehen das sehr gerne. Sonst haben Schüler oft den Eindruck, ich habe das am Computer gemacht, ich habe 100%, 100 Punkte oder sonstiges, damit kann ich das. Das wird es leider oft nicht sein. Auf den Arbeitsblättern eine Mischung offene und geschlossene Aufgaben, allerdings wirklich Grundlegendes. Umfangreichere Aufgaben, kompliziertere Aufgaben kann jeder von uns, soll jeder von uns dann zusätzlich machen, natürlich. Das händische Schreiben ist mir wichtig, habe ich schon erklärt, genauso das händische Zeichnen. Auch ohne Technologie, man wird herausfinden, was ist in welchem Umfang mit Technologie sinnvoll. Wird sich wahrscheinlich auch von Lehrperson zu Lehrperson unterscheiden. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass der neu geplante Lehrplan da doch etwas gezielter in der SEC 1 das einfordern wird. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt nicht wieder zurückgezogen wurde. Keine Ahnung, wie die im Plan sind. Zum Beispiel ist eine Dinge, die mir wichtig ist, dass man trennt das Aufstellen einer Gleichung, eines Ansatzes, also eigentlich das Modellbilden, vom reinen Operieren. Und da bietet die Technologie doch eine sehr gute Möglichkeit. Man stellt den Ansatz auf. Manchmal ist ein Kontrollwert vorgegeben. Das heißt, man kann einfach mit Technologieunterstützung rechnen. Wenn der Kontrollwert stimmt, hat offenbar der Ansatz gestimmt. Natürlich kann man dann auch verlangen, es händisch nachzurechnen. Und auch ganz einfache Dinge ohne Papier gleich im Kopf zu rechnen. Auch wenn ich Technologie verwende, ist das wichtig und da kann man mit der Technologie recht schöne Übungen machen. Wie arbeitet man mit den Materialien, sage ich ganz kurz jetzt nur, oder nein, ich gehe woanders hin. Und zwar schauen wir es uns einmal an, das Ganze. Das ist die Seite auf der Website der PH Niederösterreich, wo zusammengestellt sind jetzt diese Books nach den Schulstufen. Den Link zu dieser Seite stelle ich dann gleich in den Chat. Wenn man da reinschaut, 6. Schulstufe, da gibt es ziemlich vieles schon. Und ich schaue einmal das Book zu den Dreiecken an. Da gibt es 3 große Kapitel, Eigenschaften, Kongruenzsätze, besondere Eigenschaften, aber da steht noch nicht viel drinnen. Besondere Dreiecke, da gibt es die Arbeitsblätter 1, 2 nur zu den rechtwinkeligen Dreiecken, das andere ist nur hier drinnen. Arbeitsblätter habe ich auch hier verlinkt, die werden irgendwann einmal verschwinden, weil man sie auch über die Webseite dann abrufen kann. Die sind noch ein bisschen mit Copyright und so weiter dann ausgestattet und weitergeführt. Jo, wie schauen die Books aus? Das erste, Eigenschaften von
Dreiecken, Arten von Dreiecken. Und hier als Erklärung oben einmal der Ball und drunter für jeden Schüler zum Ausprobieren für die Winkelsumme und Übungen dazu. Kann man Kopf rechnen, man kann es dokumentieren, das Ganze. Wie groß ist der dritte Winkel? Dann ein ganz normales Learning-App, ja zwei Learning-Apps, die ich jetzt nicht anklicke. Dann die ganzen Kongruenzsätze durch. Den einen schaue ich jetzt an. Seiten, Seiten, Seitensatz. Es wird die händische Konstruktion erklärt und hier auch schrittweise zum Anschauen vorgeführt. Und wenn die Schüler dann etwas zeichnen, dann haben sie die Möglichkeit, hier die gezeichneten Werte einzugeben und als Kontrolle den Wert für Alpha abzulesen. Ganz bewusst sehr genauer, als der Schüler das abmessen kann, um zu sehen, das ist kein genauer Wert, sondern da wird man runden müssen. Ja, dann Fragen zu den Dreiecksungleichungen und darunter auch eine Anleitung, wie könnte man es mit GeoGebra zeichnen. Hätte ich auch noch ein GeoGebra-Fenster einfügen können, nur ist mir das Ganze hier schon ein bisschen zu umfangreich geworden. Also das Programm starten und mit GeoGebra zeichnen ist auch möglich. Ob das dann ein Programm etwas für alle ist oder nur für ausgewählte Schülerinnen und Schüler, überlasse ich jedem Einzelnen. Ja, so, schaue ich nur da. Gut, wenn ich hier bin, gibt es drüber die Arbeitsblätter zu den Dreiecken. Und die Arbeitsblätter schauen dann so aus. Einmal beschriften, Seiten, Eckpunkte, Winkel und gleich Winkel messen und addieren, um die Winkelsumme nachzuprüfen. Dasselbe, was im Applet drinnen war, den dritten Winkel berechnen, Multiple-Choice-Aufgabe und dann, was ich erklärt habe, diese Erklärbox, schaut jetzt so aus, umgesetzt, wie funktioniert die Konstruktion, so etwas gibt es dann auch zu Rechnungen, einmal Platz, um es am Arbeitsblatt zu konstruieren, damit wirklich alles vorhanden ist am Blatt, dann natürlich Zeichnungen, wo man ein extra Blatt brauchen wird und darunter noch eine Multiple-Choice-Aufgabe. Das Material ist bei mir im Vorjahr gelaufen, in der Phase, wo wir die getrennten Klassen hatten und teilweise auch noch im Distance Learning. Ich wollte mir keine schief und zu dunkel abfotografierten Zeichnungen über Teams schicken lassen. Das heißt, es gab ein Portfolio zu erstellen, das dann, wie die Schüler wieder in der Schule waren, abzugeben waren. Natürlich jetzt nicht mit allen Zeichnungen, sondern da habe ich ausgewählt. Ja, ich stelle in den Chat einmal, Moment. So, wie kriege ich das jetzt wieder groß? So, irgendwie muss ich da, ist immer die ganze Problem. Ah, da oben ist es wahrscheinlich. Ah, da komme ich in den Chat. Ich stelle jetzt diesen Link, ich hoffe, der funktioniert dann auch, in den Chat hinein. Damit müsste man auf diese Seite an der PH Niederösterreich, GeoGebra-Institut, kommen. Also, das ist immer fürchterlich wieder. Ja, da, hier, diese Seite hier, wo man sich dann weiterklicken kann zu den verschiedenen Arbeitsblättern. Eine Seite schaue ich noch ganz kurz an und dann gibt es Zeit für Fragen. Ich gehe
in die fünfte Schulstufe zu den Gleichungen. Wie schaut da das GeoGebra-Buch aus? Das ist vorläufig einmal nur mit natürlichen Zahlen. Zur Einführung oben Learning Apps. Die erste entspricht jeweils der Aufgabe am Arbeitsblatt. Die anderen sind dann selbstständig und sind so leicht, dass man die Lösung leicht findet. Sie sehen noch meine? Gut. Und dann hier drunter diese Übungen. Ich kann sie die Schüler machen und abschreiben lassen, sagen, ja, jeder macht 3, 5 dieser Beispiele. Das sind Pseudo-Zufallszahlen, also manchmal ausgewählt aus einer Liste von Zahlen, damit auch schöne Ergebnisse rauskommen. Aber es hat jeder dann andere Beispiele für sich und natürlich kann man das auch als Tafelbild machen und Kopfrechnen mit den Schülern, Bankfragen, wer weiß die Antwort, wer kann erklären. Erste Klasse, ganz bewusst keine Äquivalenzumformungen, sondern mit Umkehroperationen. In der zweiten habe ich es dann mit Äquivalenzumformungen gemacht, wo es der Lehrplan erst in der dritten vorsieht. Gut, das gleiche dann mit Multiplikationen und Divisionen. Und da wird es jetzt interessant, grafische Darstellungen. Und da haben die Schüler die Möglichkeit einzugeben, ihre Formel, die sie gefunden haben für x. Und da läuft im Hintergrund GeoGebra. Das heißt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das anzugeben. Und alle richtigen werden rechnerisch überprüft, ob sie richtig sind. Wenn ich eine Learning-App mache, gelten nur die Varianten als richtig, die ich als richtig eingegeben habe. Hier wird rechnerisch überprüft. Und dann hier auch Formeln interpretieren und Formeln aufstellen. Das habe ich jetzt in der Klasse zwar noch nicht gemacht, aber es müsste allen möglich sein, in der ersten Klasse dafür eine Gleichung aufzustellen. Die Lösung ist nicht unbedingt möglich, aber dafür hier unten ein CAS-Fenster eingeben und mit dem Löse-Button konstruieren. Als Antwort hier ist immer die Zahl eingegeben. Man erhält hier 2 Ergebnisse, aber eines ist negativ. Wenn das stimmt, dann hat man auch die richtige Gleichung gefunden. Ja, das wäre das gewesen, was ich jetzt einmal kurz sagen wollte. Ich habe schon einige Seminare zu dem Thema jetzt auch gehalten in Niederösterreich, in Wien. Ich habe es auch am Bundesseminar GeoGebra Day vorgestellt. Wie arbeitet man damit auf verschiedenste Art und Weise? Ich möchte jetzt gar nichts vorgeben. Bitte, es ist Material, das zur freien Verfügung steht. Eine Sache vielleicht noch, man kann verlinken auf das ganze Buch, man kann auch auf einzelne Seiten verlinken und man kann die GeoGebra-Materialien bearbeiten. Dann würde ich aber bitten, die Bearbeitung nicht öffentlich zu stellen, sondern nur den Schülern weiterzuleiten. So, danke, ich sehe, Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Ich weiß, das war jetzt sehr kurz. Bitte einfach selbstständig dann durchschauen, das Ganze. Es wird auch über die Ediothek verlinkt, wie weit die dort sind, auch mit der Zuordnung zu den Lehrplankompetenzen. Das weiß ich nicht. Ich gestehe, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Ich schaue nur, die Kollegin, die verlinkt, ist heute, glaube ich, nicht da. Nein, die ist im Unterricht. Ja, ich könnte noch was herzeigen, aber ich glaube,
es ist jetzt nur ein more of the same. Ein erster Eindruck ist da. Bitte, ja, es kommt immer was dazu. Und ich werde auch immer wieder auf Fehler aufmerksam gemacht in den Learning-Apps und so weiter, das passiert. Es ist eine Mail-Adresse für Kontakte dabei. Ich freue mich auch über alle Rückmeldungen. Gut, ich glaube, sonst bin ich fertig. Danke. Gut, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen und kompakte und gute Darstellung der Möglichkeiten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Materialien es eigentlich gibt. Man muss immer noch wissen, wo man es findet. Und dann ist, glaube ich, vielen Kollegen da draußen auch geholfen, wenn man nicht das Rad immer neu erfinden muss. Vielleicht eine, viele sagen, ja, das war ja sehr viel Arbeit. Ja, ich mache das auch schon seit Jahren. Und die Arbeit war jetzt einfach einmal, es zusammenzustellen. Natürlich kommt jetzt manches dann gezielt neu dazu. Ja. Und derzeit ist es halt so, man muss die PDFs, wenn man sie auf Papier möchte, ausdrucken und den Schülern kopiert geben. Vielleicht entsteht einmal irgendein Bändchen draus, ich weiß nicht. Ja. Gut, vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Kollegium oder aus den Teilnehmenden? Sonst gerne im Chat und ich kann das gerne weiterleiten oder der Hacker auch direkt beantworten. Wer hier nicht sprechen mich möchte, kein Problem. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich und wünsche. Gut, danke, auf Wiedersehen. Ich gehe zum Unterricht und vorher schaue ich, ob schon etwas bekannt wurde, was wir am Montag machen. Gut. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.